Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir sind im Quest Spieglein, Spieglein. Ich soll Grimm helfen, den Hierophanten zu stürzen, indem ich ihm helfe, die schwarzen Sendeschreiben zu finden. Ich soll mich dazu in der geschwärzten Halle einer Erati-Ruine nach dem Spiegel der Weite umsehen, einem magischen Spiegel, mit dessen Hilfe Grimm die Sendschreiben aufspüren kann, die er für seine Rache benötigt. Er hat am Eingang des Verlieses einige nützliche Gegenstände zurückgelassen. Bin sehr gespannt auf den Quest. Mal gucken. Ich habe auch nebenbei, sehen wir schon wieder zum Fürchten aus. Hier geht's ja noch, aber wenn man sich sie hier anguckt, dann möchte man ihr tatsächlich langsam nicht zu nahe kommen. Ich probiere immer aus mit den Set-Teilen, die ich so habe, und habe mich dazu entschieden, einfach mal zwei verschiedene Set-Teile anzuziehen, denn je mehr man hat, desto mehr Eigenschaften hat man. Im Moment tragen wir halt Bolgan-Fluch-Set-Teile unter anderem. Schwere metallene Brustplatte mit guten Schutzeigenschaften und so. Also da wird einiges freigeschaltet, je mehr wir davon haben. Und das andere wäre Wanderer. Das kennen wir ja auch. Und da steht, von Feinden umzingelt, verbarg Corin sich in einer Höhle, in der er diese Rüstung fand. In seiner neuen Rüstung stellte Corin sich seinen Feinden und sie starben. So, diese zwei Teile tragen wir, Bolganfluch und so. Und ich finde, der Helm alleine, also die Kappe des Wanderers, sieht auf jeden Fall anders aus als meine, die ich mir selber gebastelt hatte, die Alexis-Kapuze, aber egal. Die sieht man ja so im Moment eh gerade nicht. Deswegen ist es okay. Oh, das war's mit der Krabbe. Gegerbte Haut. Eigentlich wollte ich die gar nicht töten, aber egal. Sie stand im Weg. Azurit-Dolche. Sollen wir die jetzt nehmen? Weil das stand ja am Eingang. Soll ich die jetzt nehmen? Oder nicht? Nehmen die einfach mal mit. Oder kommt das noch mit dem Eingang? Und tut mir jetzt die Krabbe schon ein bisschen leid, wenn die hier so rumliegt, ne? Okay. Ja, oder die sind drinne. Kann natürlich auch sein, dass die da drinne sind, die Sachen. Wir sollten doch irgendwelche Stiefel oder so bekommen. Ach, hier bestimmt. Da. Hurus Stiefel, die meine ich. Mal aus hier. Ach, da gibt es sogar einen Singstein noch. Na, sieh mal einer an. Ich würde jetzt mal gucken, sollen wir die Sachen jetzt auch anziehen, obwohl ich mich gerade neu angezogen habe. Eins mit einem Zauber versehen, der den Besitzer unsichtbar und unantastbar machte, sind diese alten Stiefel nun fast völlig aufgelöst. Eine geringe magische Energie geht noch von ihnen aus, doch sie werden wohl bald völlig unbrauchbar sein. Was ist denn, wenn ich die jetzt anziehe? Wir ziehen die einfach mal an. Okay, da soll ich hin. Sieht so orange aus, als ob da noch was auf uns zukommt. Erstmal nehmen wir mal den Singstein mit. Ihr glaubt vielleicht, ich lüge. Doch leider sage ich die Wahrheit, wie ich sie damals sah. Dieses Etwas war nur kurz mein Gefährte. Doch es war mein Gefährte. Hört ihr das irdische Stöhnen der Zeit? Rastloser Höhlenstaub. Die zerfallende Ruine unter unseren Füßen. Der vorherbestimmte Pfad der Gesegneten. Ihr habt ihren Weg gefunden, ihr Heim, ihren Trost. Ihr seid ihm nah. Nein. Ich habe mich getäuscht. Irgendwie stand da gerade, dass sich die Dinger auflösen. Gang der Flammen parieren. Ja, klasse. Ich kann doch jetzt hier einfach die immer ausschalten, oder nicht? Passiert mir doch auch nichts. Wenn ich die alle hier ausschalte, so nach und nach, dann brauche ich doch hier nicht rüberrennen. Oder? Oh. Okay. 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 Ich wollte es nur mal ausprobiert haben. Das war nicht so toll. Das Gute ist, dass wir die Borus-Stiefel noch nicht dann nochmal angezogen haben. Aber der Singstein, den dürfen wir uns nochmal anhören. Nochmal. Ihr glaubt vielleicht, ich lüge. Doch leider sage ich die Wahrheit, wie ich sie damals sah. So. Dieses Etwas war nur kurz mein Gefährte. Doch es war mein Gefährte. Hört ihr das irdische Stöhnen der Zeit? Rastloser Höhlenstaub. Die zerfallende Ruine unter unseren Füßen. Der vorherbestimmte Pfad der Gesegneten. Ihr habt ihren Weg gefunden, ihr Heim, ihren Trost. Ihr seid ihnen nah. Nein. Ich habe mich getäuscht. Tja. Ich mache das jetzt nochmal hier. Schön eine Falle nach der anderen entschärfen, damit uns nichts passiert.
ja, klappt ja noch ganz gut. Wir haben das gleich geschafft. Schaffen wir. Das sieht gut aus. Einige sind hier schon gestorben. Wir haben es gerade gesehen, wie schnell das geht. Geklappt. So, oh ne, jetzt nicht noch mehr von denen. Oh, wie nervig. Schon ein bisschen anstrengend. Ah. Okay. Okay, also ein Ding löst die anderen aus. Was? Nö, ne? Nö. Guck mal, noch passiert mir gar nichts mehr. Läuft doch. Wunderbar. Haha, geschafft. Yay! Okay, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so richtig macht, wie ich es mache, aber... Aua, jetzt brenne ich. Scheiße. Könnte natürlich gegen Feuer und so Kram Sachen anziehen, aber was soll's. Oh, was haben wir hier? Suche fortsetzen. So, jetzt die sengende Hitze des Ganges der Flammen scheint schwächer geworden zu sein. Es ist nun vermutlich sicher, ihn zu durchqueren. Ich hab den ja jetzt benutzt, kann ich nichts mehr machen, ne? Da kommt dann Niskaru, echt jetzt? Niskaru! Ja, das ist schon ewig nicht. Na komm. Lass mich in Ruhe. Das haben wir gemeistert. Ich werde mal einen Trank nehmen. So. Wo geht's hin? Hier lang. Gut. Noch läuft's ja ganz gut hier. Gibt's hier irgendwie ein verstecktes Dings? Ja. Haha. Ah. Schwer, das macht nichts. Mit schwer kommen wir auch klar. Und ein... großer Heiltrank. Nehmen wir mal mit. Kommen sogar durch die Barriere. Ich höre schon wieder einen Niskaru, obwohl der erst da hinten kommt. So, wer kommt jetzt hier? Ich hasse es, wenn sie sich auf einmal nicht mehr bewegt. Das ist voll ätzend. Leg dich nicht mit mir an. Ich kann auch sauer werden. Ein bisschen Nabholzborke nebenbei. Ein bisschen Kohle nebenbei. What? Wieso gehen jetzt hier die Wände zu? Hm? Okay. Was haben wir denn hier noch? Okay. Nehmen wir mal mit. Das Schwert will ich nicht. Ein bisschen Borke nochmal. Wo gehe ich jetzt hin? Dann gehe ich jetzt hier nach Süden. Ja. Doch richtig so.
ich mag die Niskaro aber nicht, ne? Ich, wie gesagt, ich finde die so ein bisschen unheimlich. Sind irgendwie so richtig gemeine Monster irgendwie. So, das nehmen wir auch. Hier immer was zum Sammeln. Ich hätte gerne Setteile, damit ich mal einmal in diesem ganzen Spiel ein goldenes... Okay, da soll ich nicht lang. Damit ich mal ein Setteil hingekriegt habe. Das wäre schön. Das wäre toll. Hier darf ich durch. Das ist ja sehr nett. Aha. Ist ja irre hier, dass die Wände so hoch sind. Komisch. Irgendwie komisch. Ich glaube, ich bin aber auf dem richtigen Weg. Ich wollte eigentlich, dass er in meine Falle reinrennt, aber hat irgendwie nicht geklappt. Enthärtete Haut, aha. Mhm. So, werden die Wände mir jetzt hier wieder vor der Nase zugemacht? Nö. Hier darf ich also durch, gut. Oh. Ja, da sammelt man natürlich wieder weitere Erfahrungspunkte, weil die ja ordentlich reinhauen hier in Niskaro. So, wir versuchen unser Glück mal wieder. Nicht an derselben Stelle natürlich. Wird das was? Wird das? Nein, das wird nichts. Es geht auch so langsam. Das geht schneller. Wenn es schnell geht, klappt's. Ja. Whatever. Ein paar Vasen. Geht's wieder darum. Da ist jetzt aber dicht. Okay. Wollte nur wissen, ob man auch mal zwischendurch wieder zurück kann. Halle weiter erkunden. Okay, wir sind auf dem besten Wege hier. Das hat auch geklappt. Also ich denke mir auch immer so ein bisschen die Zeit zurück, wenn man diesen Quest gemacht hätte, wenn man noch nicht so stark ist, wie wir es jetzt sind, dann glaube ich, sind diese Niskaro so drei auf einmal schon nicht ohne. Vanitbeinpanzer hatten wir jetzt ja auch schon öfters mal eingesammelt. Auch das kennen wir schon. Uiuiuiui. Ist echt eine große Halle hier. Ich glaube, jetzt haben wir es aber gleich. Ah, ich glaube, da kommt jetzt gleich was auf uns zu. Wächter gefangen setzen. Oh oh. Was ist jetzt hier?
Oh, okay. Was? Das war der Wächter. Du legst dem Wächter das Amulett von Riten an. Amulett gegen den Wächter einsetzen. So. Du hast nicht genug Platz, um die Gegenstände an dich zu nehmen. Das können wir ja mal ändern hier, bevor wir weitermachen. 129 hatte meine letzte, 114. Da packen wir doch diese andere mal weg kurz. Andauernde Handschuhe sind die, die wir vorher ausgerüstet hatten. Dann haben wir hier noch den neuen Beinpanzer. Ich glaube, die können wir auch erstmal entfernen. Und die Schuhe des Lauffeuers höchstwahrscheinlich auch. Genau, 15% Feuerschaden ist natürlich nicht schlecht, wenn es zu damaligen Zeiten gewesen wäre. Auch das können wir wegpacken. Wir haben hier eine Menge Kram, den ich zerstören kann. Träne Mitarus. Was, der lebt noch? Was ist mit dem jetzt? So, ich gehe da mal erstmal hin hier. Aufheben, Spiegel der Weite. Was ist jetzt mit dem? Ach so, jetzt, der bleibt jetzt so. Der bleibt jetzt für immer so. Zu Grimm zurückkehren. Guckt euch das Ding an. Krass. Muss mal hier ein bisschen Screenshot nebenbei machen. Weil sowas hatten wir ja auch noch nicht, dass wir hier so ein Ding getötet haben. Und wenn wir ihm das Teil dann anlegen, ich weiß nicht, was war das jetzt, eine Träne? Dass wir dann auf einmal, dass der zwar noch nicht ganz tot ist, aber dass der jetzt hier so stehen bleibt. Wenn man ihm das Ding wegnehmen würde, dann ist hier aber Halligalli los. Aber das ist wahrscheinlich ein Abenteuer für eine andere Person. Hier ist noch eine versteckte Truhe, die nehmen wir mit. Sehr schwer. Und das klappt sogar. Das ist ja geil. Ja, das ist schön. Gibt es hier noch mehr Kisten und Truhen? Ja. Wir wollen ganz viele Belohnungen haben. Aber auch fies, dass man hier so viele Dietriche verbrauchen müsste, wenn man noch nicht im Schlösserknacken auch so gut ist. Auch gemein. Und Tagebuch des Schreibers Perse Band 3. Aha. Okay. So, in der Ecke waren wir schon. Ich kontrolliere nochmal, ob ich jetzt hier überall alles mitgenommen habe. Da ist die Truhe. Die ist offen. Die ist offen. Ich glaube, mehr waren hier nicht, ne? Hier in der Ecke ist keine, oder? Nee. Okay. Gruseliges Vieh, auf jeden Fall. Aber wir haben es geschafft. Gut, wir gehen wieder zurück. Ich habe jetzt echt gedacht, es dauert 10 Minuten oder so, den Platz zu machen, aber ging. Ja, Leute. Auch das haben wir geschafft. Da werden die aber alle wieder staunen. Drei Stunden später durch die Höhle rennen. Aber jetzt sind zufälligerweise auch die Wände alle oben, ne? Irgendwie, genau. Hier kamen wir nämlich jetzt zuletzt nicht wieder durch. Komisch. So, ich laufe mal hier zurück. Ja, wir können hier einwandfrei jetzt überall rumlaufen. Weiß nicht, was das für ein Dämon überhaupt gerade war. Weiß nicht, ob wir hier jetzt noch Truhen oder was übersehen haben, aber egal. Ich laufe jetzt mal erstmal zurück. Geht jetzt hinter uns alles wieder zu? Weiß ich nicht. Was war hier? Da waren wir auch schon dran. Da war das Versteck. Okay. Mann, ist das riesig hier. Ich glaube, das ist so eine der größten, ja, Festungen, Höhlen oder so, die wir je hatten. Wie, ich muss mich jetzt nochmal hier durchschlagen? Echt jetzt? Das ist aber auch blöd, ne? Schon gemein. Wenigstens kriegen wir hier dann nochmal ein paar Truhen mit. Für den Fall, dass hier irgendwo noch goldene Set-Teile rumschwirren. Oh, komm, jetzt hör auf. Geh auf. War es das hier an Truhen? Ne, da ist noch eine. Ja, okay. Schön, und ich komme hier nicht mal weiter, oder was?
Okay, gut. Dann gehen wir da lang. Den Weg zurück. Den einzigen anscheinend, den es gibt. Macht ja total Spaß. Dauert ja Gott sei Dank aber auch nicht ewig. Geht ja noch. So, letzte Runde. Warum kann ich jetzt hier eigentlich rumlaufen, ohne dass was passiert? Weil das wahrscheinlich die sind, die ich schon hatte, ne? Haha, ach so. Okay. Ha, okay. Ja. Weiß nämlich nicht mehr, wo ich jetzt langgelaufen bin. Hier, ne? Oh, das ist gut. Das ist praktisch. Yay! Ich muss die ja gar nicht nochmal alle machen dann. Cool! Na, was sagst du? Das ist also der Spiegel der Weite? Gut gemacht. Und er sagt, die Sendschreiben sind... interessant. Das spare ich mir lieber für ein anderes Mal auf. Jetzt fehlt uns nur noch ein Teil dieses Puzzles. Wir müssen herausfinden, wer der Hierophant ist. Und dafür müssen wir uns vorerst trennen. Euer Weg führt nach Süden, ins Sonnenlager. Haltet euch bedeckt, übernehmt ein paar Aufträge und das alles wird schon bald ein Ende haben. Was mache ich im Sonnenlager? Verhaltet euch unauffällig. Der Hierophant beobachtet euch noch immer. Er wird erfahren, dass ihr überlebt habt. Nicht jedoch, dass ihr auch nur den geringsten Verdacht habt. Wenn ihr im Lager seid, sprecht mit Agine, der dortigen Anführerin, und besorgt euch ein paar Aufträge. Das wird den Hierophanten hoffentlich ablenken. Ich spüre euch dann wieder auf, wenn es Zeit ist. Ah, cool, okay. Wie ist das jetzt eigentlich hier mit dem Gegenstand? Habe ich den jetzt abgegeben? Wir hatten nämlich wieder dieses Buch aufgelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dazugehörte irgendwie zu dem... Träne Metarus. Diese Gemme fühlt sich zwar kalt an, ist jedoch makellos symmetrisch und strahlt eine beruhigende Aura aus. Das ist ja cool. Okay, genau, das Buch hier. Haben wir das jetzt auch mit abgegeben oder war das einfach nur so? Müsste hier irgendwo jetzt gleich auftauchen. Oder? Nee, jetzt haben wir es übersprungen. Nee, doch. Tagebuch des Schreibers. Perseband 3. Letzter Eintrag. Wie groß lang ist denn das? Ach, das ist ja nicht lang. Letzter Eintrag. Es ist nicht mehr viel Zeit. Also wir haben jetzt Band 3 und Band 2 und 1 nicht. Eine Dämonin, eine Verführerin aus der Unterwelt Amalurs geschickt, um das große Wunder einzureißen, das Lia errichtet hat. Ein sterbliches Ziel für die Niskaro. Sie ist kein Mensch. Sie ist keine Schönheit. Sie ist eine Lügnerin. Lia ist tot und wir sind in diesem Palast gefangen von Dornen und Flammen. Sie jagt uns einen nach dem anderen. Ich weiß nicht warum, sie ist ein Ding des Zorns. Einige der Wachen haben sie besiegt, doch sie erhebt sich einfach aus dem Tod und die Flammen brennen, ob ihres Zorns noch... heißer. Sie kann nicht getötet werden. Sie wird uns entweder jagen und töten oder uns einfach verbrennen lassen. Was wäre denn, wenn diese Lia, diese Dämonin, der Hierophant ist? Das wäre ja auch krass, so als These. Sehr interessant. Wir sehen uns im nächsten Part von Amalur. Bis dann.